So, triff dich mit Dijkstra, Roche und Thaler im Lagerhaus am Hafen. Dann würde ich mal sagen, abgehen! Hey, Finsternis, überall Finsternis um mich herum. Übrigens, den Schmied, den ihr hier auf dem, auf der Karte seht, die Mission müssen wir irgendwann auch mal erledigen. Das ist nämlich den Meisterschmied, den wir brauchen für die Rüstung, die wir uns, ja, ein halb Level leisten können. Oder eher gesagt, anziehen können. Dann sollte ich die Mission auf jeden Fall vorher noch machen. Hör auf zu klopfen. Du verhexelst. Der Wind heult. Wirklich? So, nach endlich dieser verfickt langen Reise durch Novigrad. Was gibt's da noch zu überlegen? Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Wer da? Der Hexer Geralt. Komm rein. Der Boss wartet oben. Erzählst du uns endlich, worum es hier geht? Sobald Geralt. Falls wir denn kommen. Hexer, endlich. Jetzt, da wir alle versammelt sind. Versammelt und am Arsch. Warum hast du uns gerufen? Raduvid sitzt auf seinem Schiff, da kommen wir nicht an ihn ran. Ich hab's dir gesagt. Schluss damit. Ich weiß, wie wir ihn an Land ziehen können. Aber zunächst bekennen wir unsere Sünden. Ich habe Philippa Eilhardt in unseren Plan eingeweiht. Asche auf mein Haupt. Super! Scheißverdammt super! Na, na. Das ist keine Katastrophe. Die Frau Zauberin wird den Mistsack wohl kaum warnen. Außerdem will sie uns helfen, ihn umzubringen. Ich wäre mit sowas natürlich nie einverstanden. Aber Phil hat mich inspiriert. Nennt sie meine Muse. Inspiriert zu was? Geduld. Wir sind noch nicht beim Kern der Sache. Geralt. Entsinne ich mich richtig, dass Raduvid dich angeheuert hat, um Philippa zu finden? Du bist neugierig. Das geht mir auf den Sack, klar? Weiß ich. Vergib mir. Es liegt am Beruf. Nein, du bist kein Spion mehr. Schon vergessen? Du hast deine Verbrecherkarriere eingeschlagen. Nein, die Entscheidung haben andere für mich getroffen. Philippa hat mich gezwungen, aus Redanien zu fliehen. Raduvid hat mir die Rückkehr verweigert. Was für eine traurige Geschichte, Dijkstra. Sie bricht mir das Herz. Aber könntest du bitte wieder zur Sache kommen? Ja, gewiss. Geralt, wärst du so gut und würdest die Frage beantworten? Hat er dich beauftragt? Ja. Ich habe aber nur ihr Versteck gefunden. Worauf willst du hinaus? Wir können Philippa einspannen, ohne sie einzubeziehen, wenn du mithilfst. Raduvid erwartet, dass du ihn aufsuchst und über sie informierst. Du musst nur ihren Namen nennen. Andeuten, dass du eine Spur hast, die du verfolgst. Oh, das wird er schlucken. Haken, Schwimmer und halbe Rute. Nehmen wir an, Raduvid beißt an und glaubt mir. Und das ist durchaus nicht sicher. Was dann? Du sagst ihm, dass du Philippas Versteck gefunden hast. Irgendwo, wo wir gut eine Falle stellen und zuschlagen können. Ideen? Brücke zur Tempelinsel. Beidseitig bebaut. Viele Winkel und Durchgänge. Einfach vom Rest der Stadt zu isolieren. Guter Einfall. Ich teile meine Männer auf. Die Hälfte ans eine Ende, die andere ans andere, zum Tor. In der Mitte wartet Wes mit einer gut geölten Armbrust. Siehst du, Geralt? Wir wollen sonst nichts, als dass du Raduvid zu einem Spaziergang einlädst und zur Brücke bringst. Den Rest erledigen wir. Was sagst du? Ich bin dabei. Aber was dann? In der Stadt wird es einen Aufstand geben. Vielleicht sogar Panik. Wir brauchen einen Ort, an dem wir untertauchen können. Darüber habe ich schon nachgedacht. Erinnerst du dich an Madame Irinas Theater? Das steht leer. Niemand schaut da rein. Thaler und ich warten dort auf euch. Ihr wartet auf uns? Euren Hals wollt ihr also nicht riskieren? Darum geht's nicht. Dijkstra und ich haben scheißverdammt viele Vorzüge. Aber wir taugen zu Kämpfern so viel wie zu Schönheitsköniginnen.
Keine Sorge, Geralt. Meine Leute sind kampferprobt. Die machen das schon. Du musst ihnen nur den König bringen. Ich tue, was ich kann. Wo liegt sein Schiff denn gerade? Gerade um die Ecke im Hafen von Novigrad. Und um deinetwillen hoffe ich, dass er gute Laune hat, wenn du vorbeischaust. Die Brücke mal einer an, wer lauscht denn da? Dafür sorgen meine Jungs schon. Ah! Die Wachen beim Tempel. Was ist mit denen? Sind sie nicht angeschissen, wenn sie den Kampf sehen? Philippa? Was zur Hölle machst du hier? Geralt, frag nicht, wenn du die Antwort kennst. Das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich. Mit großem Interesse. Und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Raduvid auf so einen plumpen Trick reinfällt? Vielleicht wird es schwierig, aber ich schaff das schon. Hoffentlich nimmst du die Konfrontation mit der wilden Jagd ernster, sofern du lang genug dazu lebst, versteht sich. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was, weil ich es für wichtig halte, dass Raduvid stirbt. Meine Hilfe willst du nicht, aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wesimir gehört. Raduvids Vater. Gib ihn Raduvid, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er könnte dir sogar vertrauen. Und wo ist der Haken? Es gibt keinen. Philippa, ich kenne dich zu gut. Du hast immer einen Plan und immer mindestens zwei Eisen im Feuer. Diesmal gebe ich mich mit einem zufrieden. Solange Raduvids Kopf draufsteckt. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen. Schuh, schuh, schuh. Und weg ist er. Statütata. Der Hexer ist da. Dann gehen wir mal zu Raduvid. Er wird sich sicher freuen, uns zu sehen. Nicht. Rarira, Raratonga. Hä? Pass auf, wo du hingehst. Das ist aber eine hässliche Hure. Nichts Persönliches, Hure, aber echt mal, du bist eine der hässlichsten. Na, Mahlzeit, hast ordentlich zugelangt. Immer wieder auf dieses scheiß Schiff da drauf zu kommen. So, endlich den entsprechenden Pier erreicht. Ich habe eine narrensichere Methode. Hexer Geralt, was willst du? Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Folge mir. Was war da los? Eure Majestät, der Hexer mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen. Wie die anderen. Welche anderen? Weißt du, es geht das Gerücht, dass ich Informationen über Eilhardt mit Gold aufwiege. Da an Dummheit und Gier niemals Mangel herrscht, standen die Leute schon bald vor dem Schiff Schlange. Zuerst kam ein Jäger. Der brachte mir eine tote Eule ohne Augen. Dachte, dass ich ihm glaube und ihn mit Gold überschütte. Ich ließ ihn blenden und mit einem Stein am Hals über Bord werfen. Dann kam der Postmeister von Ochsenfurt. Der behauptete,
einen Brief von ihr zu haben. Natürlich gefälscht. Dem ließ ich die Finger abschneiden. Er wird nie wieder schreiben. Ach, und seine Zunge. Die gesprochene Lüge ist nicht weniger verwerflich. Ich muss nicht erwähnen, dass ich der Rest der Schlange rasch auflöste. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen. Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie? Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad. In einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein. Ihr wollt sie selbst umbringen. Eigenhändig. Das weiß ich. Du kommst mit mir. Ruprecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. Alle. Einfach alle. Nun, wo ist sie? Wo ist Philippa? Wie ich sagte, im Haus auf der Brücke. Näher am anderen Ende. Sperrt dieses Ende ab. Wir brauchen keine Gäste, keine unschuldigen Passanten und keine Zeugen. Damian, Joke, Egbert, Fred, Kaspar. Ihr bleibt hier und sichert das Ende. Und tötet den Hexer. So belohnt ihr die, die euch dienen? So bestrafe ich die, die mich verärgern. Du weißt zu viel. Du stehst mir zu oft im Weg. Und deine Arroganz ist widerlich. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Mir nach! Ja. Irgendwelche letzten Worte? Scheiße! Befreit den Hexer, dann zu Raduvid. Manche schon fragen, wo kriege ich jetzt ein Schwert? Ja. Schlechte Idee. Alles klar? Mhm. Danke für eure Hilfe. Der Plan ist im Eimer. Was soll's, wir improvisieren. Komm mit, Geralt. Wir müssen Raduvid erwischen, bevor Verstärkung eintrifft. Ah, ich habe meine Schwerter zurück, wo auch immer. Naja. Grauhaariger Pisser. Er hat gesessen. Also auf dem Schwierigkeitsgrad ist es ein reines Gemetzel, anstatt irgendwelche Herausforderungen. Schildträger! Oh, Mensch, Rosch, du stehst mir nur im Weg. Endlich eine Herausforderung auf dem fucking Schwierigkeitsgrad. Grauhaariger Pisser. Nur bitten müssen.
Endlich. Und das kam von Herzen. Vergebt mir. Ich konnte mir dieses Vergnügen nicht versagen. Wie hat sie... Woher? Warum? Verfickt wie... Sie hat uns belauscht. Beim Lagerhaus. Was? Und das fandest du nicht erwähnenswert? Leute, besprechen wir das später. Radovid ist tot. Durch wessen Hand das spielt keine Rolle. Die Mission ist erfüllt. Und jetzt verschwinden wir von hier. Gleich wird sie von Redania nur so wimmeln. Dann los. Da, 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 da. Er ist tot. Und? Habt ihr es geschafft? Ja, wobei nicht alles nach Plan gelaufen ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal ein starkes Getränk und einen Trinkspruch. Auf den Norden! Auf Temerien! Auf Temerien! Auf Temerien, verdammt! Temerien! Das ist auch vergessen. Was jetzt, Roche? Ein neuer Partisanenkrieg gegen die Schwarzen? Nein, der Krieg ging soeben zu Ende. Wie das? Gibt es etwas, was ich nicht weiß? Das kann man sagen. Weißt du, morgen Mittag unterzeichnet der Kommandant der zentralen Heeresgruppe in Emhirs Namen einen Waffenstillstand, dessen Wortlaut mit Dijkstra abgestimmt ist. Das heißt also in Velen, als die Trolle dich geschnappt haben. Ja, da kam ich von den letzten Verhandlungsrunden zurück. Emhir behält Edirn und Lyrien, aber gegen Radovids Kopf und das Ende der Partisanenaktion zieht er sich aus Temerien zurück. Welches ein Vasallenstaat des Imperiums wird. Mit autonomer Regierung, mit eigenen Gerichten und Verwaltungsstrukturen, mit eigener Armee. Die Silberlilien werden unter den Strahlen der großen Sonne erblühen, würde ich sagen, wenn ich Poet wäre. Aber ich bin keiner und sage nur, dass das unsere einzige beschissene Chance war. Ihr habt mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Da hast du recht. Wir wissen ja, dass du Politik nicht leiden kannst. Darum haben wir eher die Zauberer und so betont. Wär's abgetan, so wie's getan. Wär's gut, es wär schnell getan. Dass mit dem Stoß einmal für immer alles sich abgeschlossen hätte. Wie bitte? Wagmit, erster Akt, siebente Szene. Das wollte ich schon immer spielen. Ich hab's bisher nur zum Hellebardenträger gebracht. Geralt, vergiss, was Thaler gesagt hat. Es gibt keinen Waffenstillstand mit Nilfgaard. Redanien wird den Kampf unter meiner erlauchten Herrschaft fortsetzen, bis zum Sieg. Und dann wird es den Norden vereinigen. Temerien eingeschlossen. Was? Wie? Das ist gegen die verdammte Absprache. Stimmt. Wir hatten auf der fragwürdigen Souveränität eines der Königreiche bestanden. Und dazu haben wir M hier praktisch alle anderen Königreiche ausgeliefert. Keine weise Wahl. Also wird nichts daraus. Du verlogener Hund! Das lasse ich nicht zu! Du, Roche, solltest der Erste sein, der begreift, dass ich keine Wahl hatte. Warum zum Teufel sollte ich das? Weil auch du ein Patriot bist. Geralt, das hier betrifft dich nicht. Du kannst gehen. Alles Gute auf deinen Wegen und so weiter. Ich kann nicht zulassen, dass du sie tötest, Dijkstra. Pech. Dann stirb mit ihnen. Bringt sie alle um. Was ein Hurensohn. Irgendwie kann ich nicht kämpfen. Warum kann ich nicht kämpfen? Was ist das für ein Bug?
Ich kann nicht kämpfen, warum? Ah. Leck mich doch am Arsch. Hallo? Kämpfen! Oh Mann. Ich würde ja gerne. Naja, also. Ich würde schon mal schon gern was töten und so. Ich kann nicht mal Waffen wegstecken und so. Also ich probiere ja alles aus, aber. Ah! Ja, jetzt geht's auf einmal! Verfickte Scheiße! Bums mich der Troll! Das war knapp. Verdammt knapp. Er ist mitnichten vorbei. Der Gesandte, der die Nilfgaarder morgen treffen sollte. Sicher will Dijkstra ihn töten lassen. Wir müssen ihn beschützen. Tut mir leid. Das müsst ihr machen. Ich hab... Die Schnauze voll von Politik, ist klar. Komm nach Vysima, wenn alles vorbei ist. Da wirst du mit allen Ehren empfangen. Leb wohl, Wolf. Ach, das ist schön. Ja, ich habe bis jetzt immer Dijkstra getötet. Ich fand's, naja, einfach nicht richtig, was er gemacht hat. Das Einzige, was du von Dijkstra bekommst, ist ein verficktes Schinkenbrötchen. Meine Fresse. Nun ja, müssen wir nur von Dijkstra mehr erwarten als ein verficktes, verlaustes Schinkenbrötchen. So, ich sollte aber abwarten bis morgen. Zack, 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 zack. So, 9 Uhr, da müsste der Schmied schon arbeiten, weil ich muss ein paar Sachen loswerden. Erstklassige Schwerter. Das glaube ich dir nicht. Zeig mal, was du anzubieten hast. So, und dann macht's 1, 2, 3. Ching, 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 ching. Weg mit dem Scheiß, weg mit dem Scheiß. Gib mir ein Reis, weg mit dem Scheiß. Ich brauch kein Igni, wer braucht schon Igni? Zumindest die kleine Scheiße braucht kein Mensch. Wenn, dann will ich große. Und der Herr hat hier nichts mehr für mich. Doch er hat eine große Axiglyphe. Eine große Artglyphe. Okay, also ich nehme die große Axiglyphe mal mit, damit er wieder Geld hat. So, dann kann ich die kleinen Artglyphen verkaufen. Kleine Irrenglyphen. Kleinen Glyphen, Glyphen, Glyphen. So. What does the fuck say? Was hast du noch so für mich, was mich interessiert? Also vielleicht noch eine große Artglyphe. Eigentlich würde mich mehr Suquen interessieren. Aber naja. Passt schon. Ich habe ja eigentlich schon eine Quenoglyphe verbaut in meiner Rüstung. Bis dann. So, dann verbaue ich mal die große Blabla. Die verbaue ich mal in die Stiefel. So, da ist der Platz auch besetzt. So, und ich hätte mal gesagt, ich habe auf dieser Folge noch ein bisschen Zeit. Ich fange schon mal an, die Quest des Meisterschmieds zu machen, weil wir werden es bald brauchen. In genau einem Level. So, ich muss jetzt das Fenster aufmachen, das heißt, es kann sein, es können irgendwelche Scheißfüllen, Spoiler, laute Autos, Stadtbusse oder etc. vorbeifahren, die dann irgendwelche Scheiß... Hintergrundgeräusche machen und dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen, aber ich halte es hier drin einfach nicht mehr aus. Puh. Jetzt ist es auch ein bisschen kühler draußen, es ist nämlich schon ziemlich dunkel. Da tut es doch ganz gut, mal aus der Computerluft hier, der nicht direkt schon direkt neben dem Fenster sitze, hier aufzuatmen und tief einzuatmen.
Wohin laufe ich eigentlich? Du meine Fresse, ich laufe einfach... Naja. Bin eine Zeit lang in die richtige Richtung gelaufen, aber jetzt bin ich falsch. Bin ich falsch? Holy crap. Aber ich kenne mich ja schon ein bisschen in Lobby gerade aus, also essen wir doch erstmal einen Knödel. Hat er die Reparatur geschafft? Nein, hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Wer würde hier... Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori. Früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Ja. Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Das Schwert hier übrigens, was ihr gerade gesehen habt, ist eine kleine Anspielung auf Game of Thrones. Es ist nämlich Eis, das Schwert von Eddard Stark. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Wer oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Hast du versucht zu verhandeln? Mit van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn, oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist.
So, looks it out. Mach mal. Quest ist gar nicht ausgewählt. Jetzt wollte ich tatsächlich schon zu Avalon aufs Schiff, aber das müssen wir noch nicht. Ah, da kommt er auch schon. Hallo. Das ist der Ort? Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Geh voraus. Wunderbar. Komm. Hey, Silbermähne. Was hat dich denn ergraut? Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Junge. Nicht viel. Wird schnell wütend. Also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh. Na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Gut, dann nicht. Geralt, was zum... Warte. Na gut. Verhandeln kannst du, besorgter Freund. Ein Viertel also. Und den Rabatt. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Schwanzhobler, ja. Wer ist das jetzt? Hackers, Jungs. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Was machen wir jetzt? Hui. Schnell weg. Hier lang. Schnell. Ach Gott, so langsam wie du läufst. Ja. I follow you. Mir nach. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Kannst du uns Schutz bieten? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren.
Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Hattori, warte! Warum das lange Gesicht? Hast du dich eingeschüttet? Ach ja. Kein Nachlass und war auf die Platte. Immer diese Schisser.